Ein Exportstopp für Erdgas hätte auch für Russland schwerwiegende Folgen. Den Gashahn zuzudrehen sei technisch kein Problem, sagen Experten. Allerdings würde die Förderung zunächst weiterlaufen. Neben dem finanziellen Schaden stünde Russland dann vor dem Problem, neue Abnehmer für das überschüssige Erdgas zu finden. Im Gasstreit mit dem Westen geht es jetzt aber zunächst darum, eine Einigung über die Zahlungsweise zu erreichen. Vielleicht ein kleines Signal des Aufatmens im neuen Erdgasstreit zwischen Russland und dem Westen. Die Zahlungsweise auf Rubel umzustellen werde Zeit brauchen, heißt es heute aus dem Kreml. Morgen soll es dazu konkrete Vorschläge geben. Man macht das unter anderem, weil man die russischen Banken aus den Sanktionen befreien will. Aber ich denke nicht, dass die europäischen Erdgaskunden jemals diesem Vorgehen zustimmen werden. Ein Exportstopp wäre auch für Russland schwierig. In Gasförderanlagen wie hier in Bovanenkovo müsste Gas abgefackelt werden, wenn Russland nicht schnell genug andere Abnehmer findet. Die russische Regierung hofft, China und andere asiatische Staaten als Käufer für Erdgas gewinnen zu können. Wenn es einen langen Zeitraum gibt ohne Gasexport, dann muss man einige aktive Bohrlöcher schließen. Und nicht alle wird man danach wieder öffnen können. Das ist ein ernstes Problem. Dennoch macht Russland weiter Druck. Parlamentssprecher Volodin denkt nun darüber nach, auch andere Exportgüter mit Rubel bezahlen zu lassen. Es wäre richtig, dort, wo es für unser Land vorteilhaft ist, die Liste der Exportgüter, die mit Rubel zu zahlen sind, auszuweiten. Auf Dünger, Getreide, Öl, Kohle, Metalle, Holz etc. Russlands Gasexportmonopolist Gazprom, jetzt ansässig in diesem schicken Hochhaus in St. Petersburg, soll Präsident Putin bis morgen seine Vorschläge zur neuen Rubelzahlungsweise vorlegen. Trotz der Ankündigung Russlands, seine militärischen Aktivitäten in der Ukraine stellenweise zurückzufahren, geht der russische Beschuss in der Umgebung von Kiew und Tscherniw im Norden nach ukrainischen Angaben weiter. Vermutungen, Russlands Militär werde verstärkt Truppen in den Osten verlegen, bestätigte das Verteidigungsministerium in Moskau am Abend. Das Ziel der Verlegung sei der Abschluss der vollständigen Befreiung des Donbass, hieß es wörtlich. Auch aus dem Süden der Ukraine werden weitere Angriffe gemeldet. Mykolaiv im Süden der Ukraine. Gestern Morgen um 8.30 Uhr trifft ein Marschflugkörper das Gouverneursamt. Nach offiziellen Angaben werden 15 Menschen getötet und mehr als 30 verletzt. Alle seien Zivilisten, heißt es. Gestern Abend und heute Morgen ist in der Stadt Artilleriefeuer zu hören. Offenbar liefern sich etwa 30 Kilometer vom Zentrum entfernt ukrainische und russische Truppengefechte. Mykolaivs Gouverneur Vitali Kim war während des Angriffes nicht in dem Gebäude. Das größte Problem sind die zivilen Opfer. Das Gebäude oder die Dokumente sind mir egal. Die zivilen Opfer sind das Hauptproblem. Sie sind Helden, weil sie während des Krieges zur Arbeit gingen. Mykolaiv ist seit Wochen umkämpft. Vororte werden heftig beschossen. Zu Beginn des Krieges schafften es russische Soldaten bis ins Zentrum. Das ukrainische Militär konnte den Vorstoß stoppen. Am 24. März wurde dieses Hotel bei einem Luftangriff zerstört. Eine Anwohnerin hat die Bombardierung im Nachbarhaus mitbekommen. Ich bin glücklich, dass ich lebe. Dieser Krieg hat mich gelehrt, was es bedeutet, leben zu dürfen. Auch wenn viele Menschen geflüchtet sind, sei die Stimmung in der Stadt gut, sagt Gouverneur Kim. Selbst bei Luftalarm blieben alle ruhig. Ein Problem sei, dass die Front so nahe ist. Hier in Mykolaiv geht man davon aus, dass dieser Angriff auf das Gouverneursamt ganz gezielt gegen den Gouverneur Vitali Kim gerichtet war. Er ist seit Kriegsbeginn zu einem der populärsten Politiker des Landes geworden, auch weil er in den sozialen Medien immer wieder Nachrichten verbreitet, die die Bevölkerung optimistisch stimmen sollen.